Moinsen! Schau, eine Schar rennt zu. Jo. Dieses Mädchen wird uns ruinieren. Ich tue euch da überhaupt nichts. Ich futter euch höchstens die Vorräte weg. Ich habe nämlich bald Hunger. Warte mal, wie sieht's eigentlich aus? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avatar Frontiers of Pandora. Und wir sind ja auf unserem Weg zu dem Baum, zu dem Ahnenbaum. Also da wollen wir ja hin und sollen wir ja auch hin. Der Arané-Clan, genau. Sind wir hier auf so eine Basis gestoßen. Sieht ein bisschen verlassen aus und die wollten wir jetzt looten, ne? Guck mal, hier haben wir schon mal Stöcker, das kenne ich schon. So. Vielleicht sollte ich ja jetzt doch mal meine Punkte vergeben. Ich habe mich zwar nicht schlau gemacht oder so, ich habe jetzt direkt im nächsten Moment weitergemacht. Ich hatte nur eine Minute Pause gemacht. Also, damit wir, wenn wir was looten, das auch mitnehmen können. Es gibt nämlich, glaube ich, auch Skillpunkte, dass man da... Guck mal. Da... Das hört sich nicht gut an. Werde ich schon wieder angegriffen hier? Oh oh. Geh ich mal hier rein, wa? Ach, guck mal, hier ist was. Okay. Da draußen ist was los. Aber hier drin kommt doch keiner rein, oder? Ach, da brauchen wir Sid für. Guck mal. Das haben wir bestimmt von außen gesehen. Oh je, jetzt müssen wir wieder gucken hier. So. Priya? Hab einen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild von einem Ort. Bild, wo Bild? Ich sehe ihn mir mal an. Oh, vielversprechend. Bild, wo Bild? Der Weg nach Hause, Teil 1, neue Quest. Ach, das haben wir dann hier als nächstes. Oder? Ach, das muss ich noch machen, ne? Zerstöre RDA-Einrichtungen und Außenposten, um die Umwelt einzudämmen. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich so eine Quest, die immer wieder weiterverfolgt wird, weil da mehrere von den Einrichtungen gibt. Der Weg nach Hause, Teil 1. Ach, da ist das Bild. Ich habe eine oder RDA-Apotheker namens Nathan Williams gefunden. Es war auch ein Foto dabei. Okay. Es wurde wohl im Gebiet des Schattenwalds aufgenommen, irgendwo bei der Mitte des verschlungenen Stroms. Sieh dir das Bild an, um den RDA-Befehlen, beigefügt war. Ja, ist ein schönes Bild. Da sehe ich wieder diese Verschwindepflanzen, da sehe ich Wasser und relativ nah schwebende Berge. Mehr kann ich da eigentlich so jetzt auf Anhieb nicht sehen. Okay. Ja, Nahrung essen, ja, Da ist nicht mehr viel, ne? 100, ja, nehmen wir so einmal. Ich habe ja im Stützpunkt, da könnte man eigentlich mal hinlaufen. Da habe ich ja noch was versteckt in meiner Tasche, ne? Aber man kann ja vielleicht noch mal irgendwo... Oh, guck mal, hier ist noch was. Inventar ist voll. So, jetzt gehe ich da aber mal bei. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Und zwar... Fähigkeiten. Können wir hier was machen? Wir haben hier nämlich Überlebende, wir haben Kriegerin, wir haben Jägerin. Herstellerin. Müssen wir eben lesen. Pando ist ein wunderschöner Ort, aber gefährlicher Mond. Alle Navi müssen Meister der Überlebenskunst sein. Diese Erinnerungen der Sarentu helfen dir dabei, Energie zu sparen, mehr nützliche Objekte tragen. Siehste.
und deine Überlebenschancen gegenüber gefährlichen Pflanzen, Bestien und anderen Wildtieren zu erhöhen. Gilt jetzt Objekte mehr tragen auch für Munition? Weg einer Krieger und lerne die lange vergessene Kampfmethoden. Jäger sind die Wild der anderen Augen und gehen heraus und ganz andere eigene Erinnerungen der Sein, so helfen dir die Jagd und Einteilung der Munition. Einteilung der Munition, vielleicht ist das da. Jetzt gehe ich da mal hin. Ich klicke den mal an. Solange du auch gewiss erzeugst du keine Geräusche. Verdopple die Menge der Kochzutaten, die du beim Jagen erbeutest. Verursache 25% Schaden gegen Wildtiere. Da können wir noch nicht hin. Wir können immer nur den ersten Schritt machen hier, ne? Ist eigentlich ganz raffiniert gemacht. So, dann haben wir hier, was war als erstes Überlebende? Objekt tragen. Gehen wir da mal drauf. Vier Wege. Erstens, dann durch Pflanzen erlittener Schaden ist um 50% reduziert. Widerstand gegen Feuer und Gift und Elektrizität um 30% erhöht. Die Kapazität des Heilungsbeutels wird um 1 erhöht. Auch nicht schlecht. Ich kann nicht mehr von diesem Heilungszeug tragen. Zusätzlich 5% deiner allgemeinen Energie. Hier habe ich jetzt aber so sonst noch nichts gehabt. Was ist denn jetzt hier beim Kriegen? Hier gibt es bestimmt Munition, ne? Also Munition möchte ich mehr tragen können. Essen, da geht ja einiges rein. Hör, den habe ich nicht gemacht. Wie konnte ich denn den machen? Den könnte ich jetzt zum Beispiel machen. Dein Allgemeinstand wird um 5% erhöht. Wieso ist der noch nicht? Den habe ich noch nicht gemacht. Doch, den habe ich gemacht. Der leuchtet noch nicht mehr richtig. Sieht ein bisschen komisch aus. 15% mehr Schaden verursachen. Doppelt so viel normale Pfeile, Speere und Schusswaffenkugeln wie gewöhnlich tragen. Den möchte ich machen. Der kostet mich aber 2 Punkte. Aber ich glaube, das ist gut. Ich habe so oft schon Munition gefunden, die ich nicht mehr aufnehmen konnte. Da kriege ich die gleich mit. Und was ist hier? Das habe ich doch schon. Dein Allgemeinstand wird um 5 erhöht. Ja, hier. Was gäbe denn da? Schaltet einen vierten Platz in deinem Waffenrad frei, um dem du eine Waffe zuweist. Na, auch nicht schlecht, ne? Aber den, dann machen wir den, oder? Ah, da warte ich noch ein bisschen mit. Ich glaube, das war jetzt gut. Aber das können wir jetzt trotzdem nicht. Ne? Das ist jetzt was anderes. Da ist Futter drin, oder? Ah, jetzt geht's. Da siehste. Siehste, das habe ich richtig gemacht. Ich habe mal was richtig gemacht. Bitte notieren. So. Ah, nee, ich wollte in den Beutel gucken. Nee. Hier haben wir noch, notfalls, da haben wir die. Da kann man mit kochen, ne? Schwachstellenschaden, ja. Da haben wir noch so eine, ist blöd sortiert. Da ist noch so eine. Dann haben wir hier noch Futter. Das ist auch eher Kochzutat. Kann ich vielleicht, wenn ich auf Charakter gehe, hier, schon was ändern? Hat man schon mal nachgeguckt, ne? Da ist nichts. Waren die Mods? Ja, da ist doch nichts weiter. Das hat man schon geguckt. So, gucken wir mal, was wir hier noch finden. Da. Tier. Aber dieses Tier ist nicht rot. Ist das wieder der, den wir da gerettet hatten? Hier ist doch noch mehr, oder? Ah, ich muss mich bücken. Menschentüren sind zu klein. Sonst sehe ich jetzt hier auf Anhieb nichts. Da ist noch was. Und da ist noch eine Kiste irgendwo. Ist die hier draußen oder da drin? Die ist bestimmt da oben. Da müssen wir rauf, ne? Guck mal, andere Seite vielleicht, dass wir da hoch können. Ah ja. Mal gucken, wo war denn das jetzt? Hä? Hier ist nichts, hier oben? Doch, da ist auch noch was. Aha. Okay.
Sonst ist hier nichts mehr. Das ist doch eine Munitionskiste, aber ist nur Deko. So. Hier war noch was, ne? Da unten. Oder ist das hier drin? Ja, da müssen wir noch mal rein. Hier ist noch was. Gehen wir noch mal rein. Ey, das ist... Hä? Hm. Hier. Ach, guck mal. Ach, hier ist noch was. Eine Notiz. Feldbericht, kollektives Bewusstsein. Brustschutzmod. Gut, sonst noch was? Oh, ne. Gucken wir mal eben rein. Protokoll, Anmerkung. Kollektives Bewusstsein. Gefunden einer verlassenen Sekops-Anlage. Die Navi stehen Ava in allen, sehen Ava in allen Dingen. Diese große Mutter ist nicht nur der Glaube weniger, sondern eine unbestreitbare Instanz, mit der sich alle Navi ihr Leben lang verbinden. Diverse Berichte legen nahe, dass Navi dieses System nutzen können, um Erinnerungen zu teilen, selbst mit verstorbenen Angehörigen. Möglichkeit und Potenzial eines Netzwerks, das zugreifbare Erinnerungen der Persönlichkeit in Echtzeit speichert, erfordern weitere Studien. Ja, ja, die sind dem langsam auf die Schliche. Entwürfe. Flinker Langbogen. Ah, okay, das sind Baupläne, ne? Rezepte, das ist das, was ich schon gekocht habe, ne? Das ist das Gleiche. Zuletzt gekochte Gerichte, okay. Da hatten wir doch noch was gefunden. Da muss ich mal schnell hier in den Charakter. War hier was bei? Nee. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, wenn da so ein Punkt leuchtet. Weil das jetzt 6% Wildtierschaden, 6% Wildtierschaden. Ja, das ist beides das gleiche, ne? Von der Leistung her. Und hier sind auch Punkte dran. Aber was bringt das? Naja, gut. Gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch alles gelootet. Oh, blendet die Sonne richtig. So, mal gucken, wo müssen wir hin? In die Richtung. 700 Meter noch. Ja, hier sind wir jetzt. Gehen wir weiter. Mal ein bisschen auf die wilden Tiere achten. Ich könnte noch mal gebrauchen... für diese Explosionspfeile, das Zeug. Wenn wir nochmal so einen Baum sehen, wo man sowas finden kann. Das waren, glaube ich, die Bäume, die so Reptilienhaut aussehen haben, ne? Ach, guck mal, Bambus. Ne? Sieht aus wie Bambus. Die Geräusche auch so richtig urwaldmäßig. Finde ich gut. Da müssen wir hin. Ich höre was. Mal gucken, wenn wir irgendwann nochmal an eine Kochstelle kommen. Dass man dann vielleicht mal Fleisch kocht. Vielleicht könnte man ja mal so ein Tier schießen, dass man ein Stück Fleisch kriegt. Oder? Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe auch keine Spuren. Hier ist offenbar erstmal nüchte. Ah, guck mal, da ist schon so ein riesiger Baum. Ist das einer, wo man rauf kann? Das sieht so aus. Ja, ich sehe schon von hier unten. Da oben ist so ein Ding. Da.
Da genau, wo jetzt hier in der Mitte drauf bin. Da will ich hin. Da können wir noch ein paar davon. Aber wie kommen wir da hoch? Ja, die sprühen schon wieder dieses eklige Zeug aus. Hier vielleicht? Ich versuch mal. So. Weil es ist immer schwierig zu finden, ne? Ich hab's gesehen. Uah. Da. Jupp. Das ist gut. Haben wir noch mehr? Ich sehe jetzt nichts. Jetzt sind wieder diese Eier. Ich sehe sonst erstmal nichts. Hopp. Wie komme ich jetzt wieder an das Ding, wo wir runtergekommen sind? Da ist sie. Ach, von da sind wir gekommen. Schaffe ich nicht, oder? Doch. Schaffe ich. Und ist das eh? Da. Runter. So, wie viel habe ich denn noch von den Pfeilen? 2, dann lassen wir es erstmal. Ich kann sowieso immer nur 3, glaube ich, tragen. So, da ist die Markierung. So, gar nicht mehr so weit. 250 Meter. Wow, das sieht ja schon beeindruckend aus, ne? Das ist ja doch bestimmt. Ja, nur ist noch ein Stück. Aber das ist der hier. Der Markierung ist so daneben. Halten wir uns mal ein bisschen rechts. Vielleicht müssen wir da hin. Da ist schon so ein Zelt. Der Heimatbaum braucht seine Kraft zurück. Ah, Moinsen! Schau! Eine Sarrentu. Jo. Dieses Mädchen wird uns ruinieren. Ich tue euch da überhaupt nichts. Ich futter euch höchstens die Vorräte weg. Ich habe nämlich bald Hunger. Warte mal, wie sieht's eigentlich aus? Naja, ich habe ja noch was. Hinten sieht die Landschaft so ein bisschen anders aus. Warte, lass mich mal eben so ein bisschen gucken. Da sind Leute. Ist ein Rieseneingang, ne? Da müssen wir wohl hin, denke ich mal. Aber ich möchte mal so ein bisschen gucken. Ist gerade auch so schönes Wetter, dass man ein bisschen was gucken kann. Ah ja. Ja, dann gehen wir da mal hin. Guten Tag. Herzblut in diese Seiden stecken. Hauche ihnen aus den tiefsten Tiefen deines Geistes Leben ein. Nevika hat mir... Ah, ja, ich dachte es mir. Warten? Du, Fremde! Ich erkenne dich nicht. Welcher Clan? Wie seltsam. Etua möchte, dass ich ihren Vater treffe. Was ist denn das da? Es ist das Zeichen der Sarrentu. Doch die Sarrentu von einst beschmutzten Ewa nicht mit dem Abfall der Himmelsmenschen. Ich kann nichts dafür. Wir wurden als Kinder geraubt. Sie haben sehr viel geraubt. Du warst lange fort. Und du bist jung. Wurde dein Geist von den Himmelsmenschen verdorben? Oder erinnerst du dich an deinen Clan? Schuh, senk den Bogen. Scharfer Blick. Typisch Sarrentu. Doch Danner ist schwer. Heimatbaum soll deine Zuflucht sein. Wir werden dich zum Leuchten bringen. Oder wenigstens deine Kleidung. Hier findest du Spuren deines Volkes. Oh,
Seine Geschichten fehlen mir sehr. Sie liebten die Seidenernte, die duftenden Farben, Mayanto. Gärtner, lass mich das arme Sarentu-Kind aufnehmen und unterweisen. Geh. Wir unterhalten uns später. Ich kann noch nicht gehen. Muss erst warten, bis ich wieder G-Modus habe. Jetzt kann ich. Ich muss noch mal mit Etuas Vater sprechen. Über den Widerstand. Bald, Mayantu. Er ist unser Olo Ektan, der Clan-Anführer. Zuerst kümmern wir uns um dich. Selbst ein Angzig würde vor dir die Flucht ergreifen. An deiner Stelle würde ich die Himmelsmenschen nicht erwähnen. Sie bringen nur Ärger. Das mag Gatna nicht. Ich würde dich gerne herausputzen, wenn du mich lässt. Wir hatten schon so lange keine Sarentu mehr zu Besuch. Dein Volk war so unterhaltsam. Einmal haben sie über das seltene Paarungsritual der riesigen Sakru berichtet. Es kann wohl viele Tage dauern. Doch mehr davon später. Unser Baum kennt viele Geschichten. Kinder. Hat viel erlebt und deine Vorfahren willkommen geheißen. Und kein Sarentu konnte unserem Farbenspiel widerstehen. Sieh dir die Weber an. Agorano, zeig uns deine Arbeit. Prächtige Seide, nicht? Nicht mehr so robust, seit die Kinglor-Blumen geschlossen sind. Aber es gibt nichts Besseres. Stärker als Sakru-Wolle, das kann ich dir sagen. Auch wenn die Sesua damit prahlen. Goranu ist eine Meisterweberin. Sie wird dir gerne helfen. Etwas Ablenkung wäre schön. Ich arbeite schon Stunden daran und bin noch nicht zufrieden. Aha. Siehst du, wir haben Zeit für Schönheit und Kunst. Ah, apropos. Unser Schicksal hängt nicht an einem seidenen Faden. Hallo. Du beehrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit. Und noch dazu mit einer Sarentu. Aufregend, nicht? Eine weitere verlorene Seele, die du durchs Leben führen kannst. Schätz dich glücklich, Sarentu. Ah, du und dein Groll. Wenn du schlau bist... Lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Aha. Relun ist leicht reizbar, aber er ist der beste Koch und das Ach, suchst du denn heute? Nicht genug Clangunst. Ich muss also erst Clangunst haben, um ihn hier als Futtermampfhändler benutzen zu können, weil sonst alles das kriege ich ja, die Pilze, die Eier habe ich ja vorhin schon liegen lassen. Danke! Nutz das gut! Und was denn? Ich komme gleich, warte, ich gehe mal eben nochmal zu der Weberin hier zurück, die kann ich doch bestimmt auch... Aber er ist der Beste. Ja, ich komme gleich zurück. Hier kann ich was kriegen. Hoffentlich habe ich was für dich. Ah, es sind drei? Da sind zwei? Ah, das hat was zu bedeuten. Wird immer teurer. Hier haben wir schon vier und hier wird dann hier nur ein. Überlebendriemen, Brustschutzmod, 5% Elementarwiderstand. Ah, so langsam fange ich an, das ganze Spiel wenigstens ein klitzebisschen zu verstehen. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Ah, das war heiß. Ich bin über das Feuer gelaufen. Ja, hast du schon mal gesagt? Er ist der beste Koch und das weiß er auch.
Wo bist denn du? Ah, hier. Und hier, meine Freundin, Kitangi. Nevika, nimmst du die Sarentu schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Ah, grob und stachlig, wie Einsiedlerknospen. Dir die Beine. Die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlig, so bin ich nun mal. Nun wirst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut. Wie bescheiden sie ist. Verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst. Oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind Fährten lesen? Na klar, wenn ich auf X drücke. Ich schlage mich ganz gut. Ja. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest, in der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber störe seine Jagd nicht, das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt Katna, dass du alte Wege gehst. Okay. Kein Grund zur Eile, mein Kind. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst, oder bleiben und die wunderschöne Seidenernte in Ruhe genießen. Die Aranahe gönnen es dir. Was benötigst du? Waffenzubehör gibt's bei dir. Ja, ja. Aber das ist alles, ich brauche. Guck mal, das würde ich kriegen, ne? Langbogensehnenmod. Ich nehme das mal. So. Aber ich habe noch keinen Langbogen. Ich glaube, ich habe nur das Rezept. Bleib wachsam, Kind. Ja, ja. Mutti. Wo ist jetzt. Wo kann so, ich jetzt. Ich habe die Aranahe getroffen. Du hattest recht. Aber eine war anders. Nevika. Sie glaubt, dass ich Gagnat beeindrucken kann, wenn ich mein Jagdtalent beweise. Sie schicken dich jagen? Ich hätte dich lehren sollen. Schon gut. Nevika sagt, einer ihrer Jäger wird mir helfen. Etu. Sei vorsichtig. Du musst ihnen nichts beweisen. Du bist Sarentu. Das sollte Katna anerkennen. Im Hauptquartier bist du immer willkommen. Du bist nicht allein und es gibt viel zu tun. Okay. Ich würde sagen, ich muss erstmal rausfinden, wie ich hier jetzt diese Clangunst gewinne. Dazu muss ich das irgendwas spenden, ne? So viel habe ich schon mitbekommen. Hast du wo angesehen? Ich mache mir Sorgen. Das ist der Kochfritze. Das ist doch was, wo ich verwenden. Was kann ich denn hier? Ach, das ist ein Versteck, da kann ich was reintun. Ah, okay. Ist doch ein Punkt dran. Liefern! Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. Ja. Heimat beim Clan-Beitrag. Die Clans arbeiten zusammen, damit alle genug von dem haben, was sie brauchen. Vielleicht kann ich auch einen Beitrag leisten. Ich kann mehr über die Clans erfahren, indem ich mich in die Gemeinschaft einbringe. Sammle einen Beitrag für den Clan Schutzfrucht. Schutzfrucht habe ich doch. Ach, die sind markiert. Hier, guck mal. Nimm ich so eine? Das ist aber nicht alle. Und dann F für liefern. Aber der steigt nicht. Großvater würde das gefallen. Ist aber nicht gestiegen. 2, 3, 4, 5. Na? Ist nicht gestiegen. Das heißt, ich muss eine sammeln und die dann liefern. Und die, die ich schon hatte, sind weg. Nehmen wir jetzt gerade eine Reihe von Sonderwünschen, die das Einwerfen eines speziellen Objekts erfordern. Hat er jetzt, oder will er jetzt was anderes? Ich guck nochmal. Einmal. Ist
steht jetzt nichts. Alle sagen, sie können kochen. Abschließen von Quest oder das Besiegen von RD1 erhöhen deine Gunst bei den Clans. Okay, die hat er jetzt gekriegt, aber da ist nichts erhöht. Oh nö, ich werde mal versuchen, noch eine zu finden. Die gibt's, da gibt's so Pflanzen für. Hast du wo angesehen? Ich mach mir Sorgen. Wir kommen später mal drauf zurück. Gottnot hat recht. Der Heimatbaum kann nicht so viele Kinglorbe herbergen. Ewa wird die Blüten öffnen. Sie werden andere Nester finden. Doch wann? Das ist zu viel. So, suchen wir nach den Früchten. Ui, das hört sich nicht gesund an. Hier sehe ich mal gar nichts. Da hinten sind Stöcker. Ich kann Gannats vernichtenden Blick heute nicht ertragen. Du da, komm. Mach schnell, bitte. Ich habe jetzt erstmal was vor, aber die Geräusche, die finde ich jetzt doch ein bisschen... Ich sehe aber nichts. Das sind Laternen, die sie da aufgehangen haben, ne? Wo ist dein Clan? Tja, das ist die große Frage. Da ist doch sowas. Ist das das? Ja, ne? Die hat sich doch schon mal gefangen, da unter diesem großen Wurzelast. Brückenwurzelast. Leopardenpalme. So, die zieht man, glaube ich, runter auch, ne? Jep. Bei Regen nicht. Ja, gut. Ich versuche das nochmal, ob wir jetzt in der Gunst steigen, wenn ich jetzt eine frisch gepflückte bringe. Weil die kriegt man ja eigentlich relativ leicht. Man muss nur ein bisschen mal inzwischen sich so versuchen zu merken, wie die Pflanzen aussehen. So, jetzt weiter hier rum, dann in den zweiten Raum, wo der Kochfritze ist. Ich will aber keine Unruhe stiften. Ja, später. Im Moment habe ich selber eins. So, mal gucken. Nee, das ist nicht mehr markiert. Weg ist das Ding und ist nicht gestiegen. Nee, das kriege ich so nicht hin. Da muss ich wohl erstmal hier... Heldentaten irgendwie. Flirtest mit Ärger. So, da wollen wir mal gucken hier. Also, Quests. Hier, Eivas Segen. Hat mich auf die Suche nach dem Araneejäger Etu geschickt. Finde den Araneejäger Etu. Etu ist im Jägersrastlager. Das Lager ist südwestlich vom Heimatbaum, am nördlichen Ufer des Fädelflusses zu finden. Südwestlich vom Heimatbaum, am nördlichen Ufer. So, südwestlich würde dann ja hier sein. Ist das vielleicht schon die Markierung? Das ist der Fädelfluss, wie der jetzt hier weitergeht. Aber ich sehe hier so ein bisschen Wasser. Das wird wahrscheinlich hier sein. Dann mache ich jetzt mal hier einen Wegpunkt hin. Dann gucken wir mal Richtung Wegpunkt, ob da eine Markierung ist. Ne, sonst ist da keine. Etua ist eine Idealistin. Das ist völlig in Ordnung. So, wo müssen wir denn hin? In die Richtung. Gehen wir mal da weiter, oder? Was ist jetzt eigentlich? Jetzt ist schon wieder Nacht. Oje, oje. Sie können kochen, aber niemand macht es so wie ich. Heimatbaum, Hintereingang. Wie sind so richtig schöne Naturvölker, ne? Gibt's auf der Erde auch noch ein paar Reste von, aber wirklich nicht mehr viele. Ich jage nach Fleisch, nicht ja. Nach Himmelsmenschen. Ja. So. Da ist gar nicht so weit die Markierung.
Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal den Cut. Was ist das denn? Sieht interessant aus, ne? Guck mal, jetzt werden die größer. Kann man da was gucken? Nee. Doch. Eine musikalische Pflanze, die normalerweise in Gruppen wächst und sich allen zuwendet, die sich nähern. Das ist ja auch interessant. Musikalische Pflanze. Die haben sich ja was einfallen lassen, ne, mit dem Pandora. Da ist jetzt natürlich die Frage, was stammt jetzt von den Filmemachern, die die Avatar-Filme gemacht haben, und was haben die Spielmacher noch dazu erfunden? Himmelsmenschen, da fliegen sie. Parasiten. Na gut. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann genau hier weitermachen an dieser Stelle. Bis dann, bye bye und tschüssi.